Ich habe gerade gesehen, dass 70% meiner Zuschauer diesen Kanal nicht abonniert haben. Das macht mich traurig. Wenn ihr mich unterstützen wollt und vor allem, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann jetzt abonnieren, Freunde. Es wird jetzt Stück für Stück immer gefährlicher. Ich würde sagen, wir holen mal die... Lass es. Ich sehe genau in deinem Blick, was du vorhast. Ich habe gar nichts vor. Doch, du hast geguckt, als wenn... Du wirst den Kaffee da perforieren. Nicht meinen Kaffee. Bist du irre? Da wären wir keine Freunde. Kalle, ich stell mich davor. Ich stell mich davor, ist mir egal. Dann kriegst du den Rücken. Ist mir egal. Nein. So, meine Freunde. Das ist eine personalisierte, weil wir immer gerne Äxte werfen. Das ist so ein kleines Hackebällchen. Aber Vorsicht, ist scharf. Ja, catch up. Hältst ja. du das bitte? Hm. Hast gar keine Brille. Nö, das ist Brille das aufsetzen. Da ist ja gerade ein Logo drauf. Ja, hat er gemacht für mich. Geiler Typ, ne? Grüße gehen raus an Hajo. So, wenn... Hier, warte. So, das Ding... Guckt euch dieses brutale Teil an. Hier mit Meinungsverstärker bzw. DNA-Sammler. Das Ding ist halt kein Spielzeug. Ultra aufpassen. Das ist hier oben komplett scharf. Es ist ein Messer. Ja, also ich glaube, es würde es fast eher als Messer als Axt bezeichnen. Für krass. Zombies? Für Zombies perfekt, ja, absolut. So, meine Freunde, kommen wir nun zum Axttest. Jetzt testen wir die Axt. Wobei, du hast ja hier bei dem hier keinen richtigen Griff, ne? Also da fehlt ja irgendwie... Ob das geht, ob das probieren wir jetzt ist aus. Ist das für Paracord hier gemacht, oder? Guck mal, da hast du so eine Löcher drin. Stimmt, hier, du hast recht. Unten. Da kann man sich selber so rumwickeln, ja. Und dann hast du hier so ein Paracord. Alter, das ist brutal. Jens. Damit geht heute das Tablet drauf, meine lieben Damen und Herren. Wir gehen jetzt... Los, schnapp dir die Kamera. Ich mach den ersten Wurf. Ja, von da her stehst du, ja klar. Ja, natürlich. 120 Meter. Hast grad Wind, ne? Ja, der Wind. Also ich hätte ihn zwar nicht getroffen, aber er ist in beiden Städten geblieben. Er hätte auf jeden Fall jetzt Respekt vor dir, er hätte Angst. Ja, ja. Kann ich mal rausziehen? Ich hab keine Kraft. Ich muss aufpassen. Oh. Geil. Gut, also das Ding. Ja. Aber ey, stecken geblieben, getroffen. Los. Ne, Headshot. Achtung. Oh, der ist gut. Ich hab mit dem Stiel getroffen. Ja. Alter, der Stiel ist ja auch spitz. Boah, das eitert schlecht raus. Das ist wieder so ein Money-Ding. Weißt du, mit einem stumpfen Bereich. Ah, so stumpf ist es gar nicht. Naja, komm mal. Das ist krass. Scheiße, Alter, das ist wieder so ein Money-Ding. Wurf mal die Axt, ja, und dann kriegst du, töte ich Menschen mit einem Stiel. Zombies, nicht Menschen. Verrückt. Ich bin wieder Spatenwurf im Wald, ja, richtig, genau. Wieder Spatenwurf. Ja. Ich hab getroffen. Also das hier war definitiv Magen, Milz, innere Blutung, tot. Der Zombie wäre hin. Ja, jetzt bist du dran. Wir machen erst die kleine und dann machen wir die große. Warte mal, ich dreh mich mal zu dir, damit ich muss eine geile Perspektive finden. Warte. Okay, Chris, ready for takeoff. Ja, ich bin am Brunnen. Okay, also gut, lassen wir das. Das kleine Ding. Ja. Chris braucht was Großes in der Hand. Ist okay. Aber es ist halt auch im Leben manchmal so, stell dir vor, du hättest nichts anderes. Ja, dann ist so eine kleine Axt halt deine kleine Lebensversicherung. So. Während Chris da sucht, kann ich ja schon mal nachwerfen. Alter, Leute, das Ding ist richtig zornig. Das ist richtig böse. Okay, gib ihm. Ey, jetzt willst du... Okay, also Chris ist halt nicht best auf... Nein. Hol erst die kleine. Sonst bleibt die da irgendwo im irgendwo liegen. So, jetzt... Gib dir Mühe. Konzentrier dich. Du hast ihn getroffen und ich denke, er hat jetzt auch Angst vor dir. War doch gut. Gut, kommen wir nun zur großen Axt oder willst du nochmal? Nein. Nee, gut. Mit der großen. Alles klar, dann übergebe ich mich. Bereit? Ja. Kommen wir nun zum Meinungsverstärker. Beziehungsweise zum DNA-Sammler. Das ist brutal, das Ding. Hab ich auch Angst vorzuwerfen, nicht ehrlich. Ja. Bist du bereit? Ja. Ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Ist ein bisschen geeiert, deswegen. Also ihr habt hier, also er hätte Glück gehabt. Ja, Freunde? Ja, ja. Also, Versuch. Das hält sich in den Haaren verfangen, das Ding. Wenn ein Hippie gewesen wäre, oder? Okay. Aber hey, ich hab getroffen. Ist schon mal viel wert. Bereit? Bereit vorm Leben, ja. Ja, die eiert halt so, ne? Also der hat jetzt eine Backpfeife bekommen. Immer rechts, einmal links, mit dem Stiel dann nochmal. Schöne Backpfeife. Oh, schön. Okay. Schön geklatscht. Achtung, ich werfe. 3, 2, 1. Oh, Alter. Schön den Stein angeschnippelt. Jetzt ist auch scharf, die Axt. War schon Best of 3, ne? Das Problem bei der ist halt,
Also, die hat nur eine Seite, die stecken bleiben kann. Naja, aber man könnte ja trotzdem. Ich darf noch einen? Hast du vor? Einen noch? Ja, okay. Ich kann einfach mal den Hammer drehen, vielleicht. Stück weg, Stück weg. Zack, boah, mir fällt. Gut, best of four. Ja, guck mal. Chris ist so lieb erholt, weil dann kann ich nämlich einen Kaffee trinken. Was krass ist auch diese Kurzatmigkeit. Oh, brutales Teil, ey, wirklich. Aber es, ist halt, es lässt sich halt nicht so geil werfen wie eine kleine Handaxt. Schön ein Dorn drin gewesen, ey. Oh, in den Dornen, tut mir leid. In den Dornen. Okay? Gib ihm. Ich werfe in einer Hand. Vielleicht besser. Ach so, er hat es vorbeigeworfen. Ich dachte, es kommt noch ein Impact. Okay. Du warst von oben drauf, weißt du? Ja, verstehe, verstehe. Also der erste, war dein erster, ne? Ja, der erste war jetzt kacke. Nicht schlimm. Bist du bereit? Ich gehe ein Stück weg. Bereit. Gib ihm. Gibt's doch nicht. Gibt's nicht. Also von mir hat er schon eine Backpfeife gekriegt. Stecken geblieben ist bei mir auch noch nicht. Scheiße, er hat eine Backpfeife von mir gekriegt. Das ist ja keine Wurfaxt. Nein, das ist keine Wurfaxt. Das ist eine ich töte dich von der Distanz her, nahe Axt. Hier, nahe Axt, hier. Soll ich, oder was? Ja, oh, nein, Alter. Ich hab einen Helm auf, Mann. Ja, deswegen doch. Ach so, deswegen doch. Alles klar. Versuch Nummer 3. Mann, das kann, also, nee. Nächstes, wir gehen jetzt zurück. Gut, du holst die jetzt. Wir merken diese Axt, aber weißt du, was ich mit dem Ding noch machen will? Bring mal her. Wir müssen damit einmal mal die Klinge zeigen. Das ist einfach geisteskrank. Die ist ultra scharf. Also ich verletze mich ja immer gerne. Das ist halt nicht so cool. Schneid mal ins Papier mit der Schneide. Warte, ich komme. Mach mal. Ich hab doch schon meinen Finger angehalten. Ne? Ja, probier doch mal. Nee, richtig reinschneiden, wie mit dem Messer. Ach so. Ja. Ich sag's dir, die ist nicht scharf. Aber ich schliffen. Nein, der ist nix. Die ist nicht, wirklich nicht scharf. Okay, mal her, will ich mal probieren. Du kannst da die Hand dran halten, ne? Ups. Ach so krass, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, sag doch. Das ist halt so aufgeschliffen. Ja, okay, Achtung, ich mach mal hier einen Bämmer, Vorsicht. Ein Bämmer. Das rotzt schon ordentlich rein, also. Achtung. Brutal, das Ding. Ich glaube, da könnte ich eine Eiswand mit hoch. Ja, so ist ein Eispickel. Gut. Geiles, kleines, solides Ding. Das hier, ja, weiß ich noch nicht, wofür ich das brauche. Vielleicht wirklich also für einen Nahkampf oder eine Tür oder keine Ahnung. Das Loch. Ins Loch würde ich nicht reinhauen. Gut, kommen wir zum nächsten Gadget. Yeah, 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 yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.